So, hallo. Ja, hier ist der Gusor und ich habe den Haudigen heute dabei. Hallo. Genau. Der ist ja auch am Spielen und zeigt mir so ein bisschen auch so ein bisschen, wo es lang geht. Also er hat mich jetzt in ein Spiel eingeladen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich denke mal, ich soll jetzt mal zu dir hinkommen, wa? Ja, wir können es doch irgendwo treffen, wenn du willst. So, gucken wir mal. Was sollen wir überhaupt machen? Ich hatte einfach mal ein Rennen rausgesucht. Ich hoffe, das sagt auch im Spiel drinne. Wenn ich spiele mal halt irgendwas anderes. Jetzt gucken wir mal, ob ich dich finde hier. Dann müsstest du ja irgendwo drauf. Ah, oh, du bist ja am Arsch der Welt. Soll ich dich abholen? Wenn dein Auto schneller ist als meins, ich fahre dir auch entgegen, kein Thema. Ja, dann können wir ja mal einen mittleren Punkt suchen. Ja. Ach, so weit ist es ja gar nicht weg. Wir können uns da bei dem Kino treffen. Oder? Fahr einfach in meine. Wir fahren uns einfach zu, sag ich mal. Oh, ich habe schon wieder einen Stern. Schade. Wenn alles so einfach wäre wie Sterne kriegen. So, gucken wir mal. Ich sag's schon mal vor, erschreck dich nicht, mit was ich fahre. Okay. Wow. Aber mit Level 118, da wird ja garantiert jetzt. Oh, jetzt kommt ein Bulle. Nee, da drehe ich mal kurz um. Ich habe keinen Bock auf Bullen. Oh, ich habe so einen Hammerverschnitt und der ist total lahm. Ach, ich kann sie dir schon abhalten. Ach, ich höre schon die Sirenen. So, ich komme mal. Nee, jetzt bin ich auch... Ich denke mal, ich müsste den gleich los sein. Ah, wir sehen uns gleich. Ja, ja, ja. Oh, du hast so ein übelst dickes Ding. Okay. So, dann komme ich mal bei dir rein. Dann sollen wir doch gar... Oh, geil. Alter, warte, kleinen Moment. Da machen wir mal einen Screenshot hier. So. Läuft, Digga. So, los geht's, würde ich sagen. Hängen wir erstmal kurz hier ab. Bullen ab. Alter, das sieht schon ziemlich prall aus. Wie teuer mögliche war der? Müsste ich gleich mal gucken. Ungefähr, ich will jetzt hier nicht den genauen Wert haben. Auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen. Ein bisschen. Ich habe auch noch alles mögliche wie Panzer und Helikopter und was nicht alles gibt. Ja, ich meine, wenn du schon eine Weile spielst, dann ist das ja vollkommen legitim. So, jetzt sind wir die Bullen los, das ist schon mal ziemlich geil. Und jetzt sehe ich an deiner Pause, dass du garantiert jetzt einen Wegpunkt markieren willst. Nee, ich will mal gucken, ob jetzt okay. Der Job auch übernommen wurde. Ja, gut. Oh, jetzt habe ich einfach mal Steuer übernommen. So. Ich habe dich einfach mal eingeladen. Okay, warte, das müsste ich ja gleich sehen. Aber das funktioniert jetzt über Social Club, oder? Oder geht es auch über Freunde? Da müsstest du eine Nachricht auf dein Handy haben. Achso, ja, ja, okay, ja, klar. Ja, ja, ja. So, gucken wir mal. Einladung, Vorbereitung. Nee, Haudegen. Ja, genau. So, zack. Da bin ich. So, definitiv schon mal Musik hier aus. Ganz klar. Spiele einladen, das, nö, passt. Alles gut. Was kannst du denn machen, wenn du noch welche einladen möchtest? Na, nee. Ich sag schon mal, ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt kommt. Okay. Ja, ich nehme das Bike einfach mal. Passt schon. Na, ich wette wohl nichts. Das, glaube ich, macht nicht wirklich viel Sinn. Wenn ich jetzt hier irgendwie eine Wette entgegennehme. Okay. Sieht vielversprechend aus. Alter. Am Arsch. Ich hab Angst. Oh, warum bist du so schnell? Wenn die 1 ist, musst du einfach Gas geben, dann hast du so einen kleinen Turbo am Anfang. Ich bin tot. Schande, wo geht's denn hier lang? Ach du Schande. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ich bin schon mal aus dem Garten geflohen, das ist schon mal gut.
So, wie kann man es jetzt hier zurücksetzen? Na, einfach rückwärts fahren. Ich meine zum letzten Checkpoint. Ach so. Aha. Ach so, mit F. Ah, scheiße. Ja, ach, man muss da oben rauf, wa? Mhm. Ja, okay. Komm, das schaffe ich. Und? Ach doch, geschafft. Schade. Ah, nee, knapp daneben. Ah, kacke, tot. So, jetzt gucken wir mal. Ja, ich hab's geschafft, so. Wow. Jetzt noch über die nächste. Achso, du bist auch gerade noch da. Ah, okay. Da bin ich jetzt mal schon mal. So, zack. Ah, darf ich hier runterfahren oder nicht? Oder doch? Ach, ich fahre hier. Ich weiß, wo lang. Oh, das ist ja abartig. Ah, das ist ja ziemlich schwer. Ich glaube, jemand da. Oh, nee. Wie ging das zurücksetzen? Ah, nee, okay, ich bin schon da. Ja, ich F gedrückt schon... halten einfach. F gedrückt. F, ja? Ja. Okay. Jetzt, ob du halt einsteigen würdest, nur halt gedrückt halten. Na, okay, dann gibt's mal jetzt hier megamäßig los. Alter, scheiße. Oh, ich krieg Angst. Alter, ist das abartig. Und ich wäre froh, wenn ich es mal weiter schaffen würde. Also ich... Ja, da gibt's ja wiederum diverse Videos, wo sie dann halt die Tastatur kaputt hacken, weil sie sagen, scheiße, das geht nicht, weil sie dann irgendwie beim letzten Hochhaus nicht so richtig mehr raufkommen. Ja, juhu. Ich glaube, ich hab's geschafft. Sehr geil. Ich hab's auch noch geschafft. Und dann ist natürlich... Ja, genau. Ich flieg da erstmal gegen so eine Palme gegen. Yeah. Also ich sag's mal so, ein Controller war bei mir auch schon kaputt. Okay, nee, ich hab da... Also ich bin nicht so ein Agro-Typ. Eigentlich. Oh, schade, ich darf wieder zurücksetzen. Gucken, ob ich es neu doch schaffe. Also man, ich finde, das ist so, du holst erst ab einem gewissen, ja, ab einem gewissen Gang, was weiß ich, zweiter Gang oder sowas, holst du erst richtig Power durch. Sonst ist so, okay, ich bewege mich vorwärts, aber das reicht für hinten und vorne nicht. Und dann auf einmal geht die Kiste voll ab. Ja, gut, man muss ja auch noch mit allem berechnen. Es ist ja noch ungetuned, das Motorrad. Ja. Also getuned ist ja noch mal doppelt so schnell. So. Gucken wir mal hier. Ach, du bist auch noch da. Na dann, ja. Dann brauche ich ja noch gar keine Angst haben hier. Was? Ach so, nach da oben. Falsche Richtung gibt's hier nicht in dem Spiel. Sag nicht, du hast es jetzt geschafft. Nee, noch nicht. Ich bin noch dran. Achso, nee, achso, wir sollen links abbiegen. Ah, okay, ja, jetzt. Nee, nee. Achso, ach doch. Ja. Ich dachte nämlich auch die ganze Zeit, was wollen die jetzt von mir? Ah. Jetzt, wo ich es geschafft habe, bin ich gestorben wieder. Scheiß Kerle hier. Ah. Soll ich schon beenden oder soll ich noch hier rumfahren? Nee, ach nee, fahr. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Na dann. Jetzt fahren wir hier mal ein bisschen. Zack, zack. War doch gegen das erste Haus einfach gegen, in Anführungsstrichen, und dann... Ja, und dann links hoch. Klappt das. Gucken wir mal. Ja, genau. So, und dann einfach weiter. Ach so, dann hier hoch. Ich bin, glaube ich, zu weit gefahren. Ah, egal. Nee, jetzt links. Passt, ja, genau. Und jetzt einfach Gas. Und jetzt einfach da. Alter. Selbst das kriege ich nicht. Aber egal, ich habe ja jetzt den Checkpoint gemeistert. Nie beendet, ja, schönes Ding, Alter, schönes Ding. Oh, 10 Meter davor. Aber es gab immerhin Kohle. Jetzt hätte ich aber gerne Bock auf nicht fahren, sondern ich möchte einen niederschießen.
Ich markiere mal was. Ja. Am besten mal. Ah, in die Richtung, okay. Irgendwo hingesetzt. Am besten mal da zu meinem Apartment, würde ich sagen. Yeah. Ich meine, das ist natürlich schon in gewisser Weise um einiges einfacher, war mit dem Heli so, zack, zack, zack. Man kann auch überall landen, das ist schon um einiges einfacher. Als wenn man sich jetzt sagt, okay, ich hole mir ein Flugzeug. Ja, ist halt... Was darf man für so ein Heli berappen? Ach ja, das kann ich ja nebenbei mal im Internet gucken. Also erstmal der Monster Truck, der hat 500.000 gekostet. Mhm. Also der Kampfheli, der halt auch schießen kann, der kostet knapp 2 Millionen. Oh krass. Den Heli, den wir gerade fliegen, kostet 780.000. Auch nicht wenig. Ja, das ist dann schon der billigste. Und dann merkt man geschwindigkeitsmäßig auch recht einen Unterschied, ja? Mhm. Also man merkt schon, dass das hier der langsamste ist. Mit 5 geht man hoch, wa? Bin ich der Meinung. Ah ne, so. Ja, ja, ich hab schon. Wenn ich einfach abspringe. Auch einfach wieder F oder was? Ja, aber ich weiß nicht, wann den Fallschirm öffnet. Bestimmt Leertaste oder sowas. So, also ich sehe schon mal. Bist das große du, Haus, bist ja. du die Bonze in dem großen Haus? Oh, das gibt's ja nicht, ey. Ja, er macht wieder auf richtig dicke Hose. Natürlich. War ja klar. Ach, ich probier's einfach mal aus. Ich werd's schon rausfinden. Ja, das sieht nicht so aus, als würdest du rausfinden. Hat nicht geklappt. Schade. So, ich gehe dir mal ein bisschen runter. Irgendwie habe ich gerade den Chat geöffnet. Auf dem Haus parken ist ohne Probleme machbar, ja? Also da gibt es keinen Ärger, beziehungsweise ich komme von dort aus wieder weg. Also, solange du runterkommst. Achso, das heißt also, ich würde auch mit dem Heli gar nicht runterkommen. Also du könntest hier schon landen, denke okay. ich mal. Okay, na dann lande ich hier. Oh, ich denke mal, hier ist genug Platz. Jetzt hätte ich wahrscheinlich gerade den Chat geöffnet habe. So, ich bin da. So, jetzt gucken wir mal. Der Heli sprüht noch ordentlich Funken. So, und jetzt ist halt die Frage, wie... Achso, ah, hier ist noch eine Tür. Also dann werde ich bestimmt durch die Tür rausgehen können. Hoffe ich jetzt einfach mal. Na, natürlich war das nicht der Fall. Scheiß Tür. Ja, genau. Bisschen nach oben auf dem Dach. Ja, ja, klar. Ne, da ist keine Tür, da kannst du nur runterspringen. Okay. Na toll. Also war es für den Arsch. Ach, ich guck mal schnell in die Einstellung. Ich finde das schon irgendwie. Yay! Ich habe einen Fallschirm lösen können. Und wie? Einfach linke Maustaste. In diesem Teil bitte ein Facepalm für mich einblenden. Ja, genau. Genau. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Wow, Scheiße. Aber ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Yay, cool. Und ich sehe dich gerade. Bist du? Nee, das bist nicht du. Okay. So. Da ist er. Aber dafür muss jetzt hier noch ein bisschen protzen. Okay. Du hast eine Motorsäge, oder? Ah, nee. Oh, oh, krass. Ja, ich habe alles Mögliche. Eigentlich alles, um es genau zu sagen. Und dann wartet man theoretisch immer nur noch auf neue Updates, oder? Dass wieder was Neues passiert, oder? Ja. Komm jetzt hier noch für dich. Ein bisschen Feuerwerk. Ach, Feuerwerk geht auch? Ja. Warte, ich guck mal nach oben. Yeah! Gibt's aber leider nicht mehr. Krass. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wollen wir hin? Jetzt müssen wir uns irgendwas suchen.
Willst du mal meine Garage angucken? Ja klar, zeig, zeig. Kannst du auch noch mal ein bisschen protzen. Links ich rein. Darf ja. Doch, ich darf doch mal eben, gell? Ja klar. Ach so, ja klar. Ohne Auto kommst du nicht rein, wa? Ja schon, dann müsste ich sie extra noch in die Garage einladen. Einfach mal einsteigen. Jo. Ach, die Garage ist voll. Einfach mal eins ersetzen, wenn ich sie nicht mehr brauche. Was könnte ich da jetzt hier ersetzen? Die könnte ich da einfach mal ersetzen. Ja, ist also das hier, ja, das hier ist ja halt die nicht gepanzerte Version, aber ich habe noch die gepanzerte Version, aber die ist gerade kaputt. Die gepanzerte Version ist gerade kaputt. Sie hält nicht alles aus. Also zum Beispiel Haftbomben hält sie nicht aus, sagen wir es so. Aber dann kenne ich die schon. Das ist dann die, die hat dann die ganzen Scheiben dazu und hat nur so eine kleine Schlitze. Genau. Hm, ja. Ach so, und ich kann natürlich wieder nirgendwo rein. Welches willst du denn? Sag uns mal so. Ja, hier die Hütte hier. Jetzt guckst du erstmal, ob deine Jacke dreckig ist. Sehr geil. Das ist wichtig. So, worauf hast du Lust? Inspiriere mich mal, was kann man alles machen? Du kannst fast alles machen. Dart spielen, Tennis spielen, Golf spielen. Nee, wir wollen irgendwelche Gangs abmetzeln. Das geht garantiert. Wir fangen jetzt mit irgendeinem richtig Stress an. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal einen Laden auseinander, würde ich genau sagen. Ich sehe gerade, in deiner Hütte kann ich nicht schießen. Doch schon, du musst halt nur eine Waffe auswählen. Ah, jetzt. Ja, genau. Läuft. Aber ich will mal erstmal schön die Schnauze halten, sonst kommen gleich die Bullen. Haben wir keinen Bock drauf. Die kriegt man eh gleich, also. Ja, man muss ja nicht gleich schon übertreiben und mit den Bullen da einreiten. Also, wenn du ein bisschen Adrenalin willst, schon. So, da wir das ja jetzt noch professionell machen wollen, braucht man natürlich noch eine Maske. Das ist ja wichtig. Okay, das ist noch mit G, richtig? Achso, ich hab... Mit M, okay. Inventar... Kleinen Moment, ich muss mal gucken. Ich hab so viele. Ach komm, ich nehme jetzt hier die Weihnachtsmaske. Ich glaube, ich hab nichts. Nicht schlimm. Nee, glaube ich auch nicht. Ach wie, die schießen schon auf uns? Ich war erster. Ich hätte einfach warten können. So, Geld raus, ja? E. Ja. Dann gehe ich schon mal da. Geh zur Kasse, die er benutzt hat, und räume sie aus. So, jetzt. Ich hoffe, es war ordentlich was. Ja, na, 230, ja, cool. 300? $300, immerhin. Junge. Würde man warten, würde man, glaube ich, so 1000 kriegen. Okay, dann warte ich. Ach, egal. Nein. Jetzt ist er eh schon tot, jetzt kannst du eh nicht mehr warten. Ach so, okay. Das heißt, nicht erschießen, dann läuft dann unten so eine kleine Leiste lang und dann... Wo hast du dich versteckt? Draußen, ja? Im Auto, ich sitze schon im Auto. Ach so, okay, nee, klar, dann komme ich ins Auto kurz. Der ist hoffentlich auch ein bisschen gepanzert. Keine Ahnung. Okay, ich probiere hinter mich zu schießen. Hinter uns. Oh ja, ein Heli. Ne, den mache ich natürlich mit meiner Knifte nicht. Die alle hier. Hm. Ich kläre das schon.
So, jetzt zeige ich dir Matrix 17. Okay. Hier runterfahren. Dass die dann Helis einen nicht kriegen. Und dann einfach hier rechts rein. Ah, okay. Sehr geil. Und dann das ist so, so die eierlegende Wollmilchsau an Tricks sozusagen. So, und jetzt einfach warten. Ja. Ich steig mal derweil aus. Und gucken wir das hier unten mal an. Kranker Scheiß. Wie lange hast du dafür gebraucht, das zu finden? Also das findet man noch. Ja, ich meine, klar, man findet es irgendwann schon. Aber da braucht man das. Ist auch nicht. Oh, jetzt sind wir gleich. Wow, ich fliege. Oh yeah. Im Story-Modus da, wenn du den ersten Juwelier überfällst, dann fährt man hier durch. Und das habe ich einfach mal gemerkt. Ja, verstehe ich, klar. Dann macht das Sinn. Weil das ist ja dann echt lebensrettend auf jeden Fall. Aber ich bin irgendwie der Einzige, der diesen Weg hier nimmt. Ich weiß nicht. Das ist eigentlich der sinnvollste Weg, den es gibt, aber... So, ich komme mal wieder rein hier. Willst du dir vielleicht eine Maske kaufen gehen? Noch nicht. Hat das einen grundsätzlichen Vorteil? Nee, oder? Ja, halt zum Beispiel, wenn du jetzt einen Laden ohne Maske überfällst, könnte er dich wiedererkennen, da kriegst du sofort Sterne, direkt wenn du reingehst. Ja, okay. Oder wenn die Sterne zum Beispiel blinken und du eine Maske aufhast und die dann absetzt, kriegst du, wird zum einen Stern verringert. Verstehe. Nee, noch nicht. So, wo haben wir denn jetzt hier den nächsten Laden? Ach, jetzt bin ich doch hier drinnen. Einfach mal mitten auf die Straße stellen. Komm, wir nehmen das jetzt einfach mal mit. Das arme Auto. Yeah, abgeschossen. Und schon wieder ein Stern. Das stört nicht. Einer ist besser als drei. Dann die nächste Frage ist, also das habe ich schon mitbekommen, es ist nicht unbedingt immer der cleverste Weg, der eben angezeigt wird, richtig? Ja, es gibt schon einige Schleichwege. Ja. Das ist dann sozusagen der offizielle Weg, den man sonst auch alle anderen fahren. So, jetzt... Ah, eine Tanke. Sehr geil. Ja, wir müssen aber schon ordentlich einparken hier. Da ist er. So, der hat doch garantiert auch eine Wumme? Nee, mit der Sniper will ich das nicht machen. Nee, ich... Bitte einfach mal warten. Genau. Wo, welche Leiste? Ah, da. Einschüchterung. Ja, damit es schneller geht, einfach mal ein bisschen neben ihn schießen oder so. So, jetzt ist er gleich. Ja, kannst du das Geld einsammeln? Oder hab ich das eingesammelt? Ich glaub du. Ja, siehst du, jetzt hat er doch eine Knarre, der Idiot. Zack. Ein zwischen Augen gegeben. Hätte mich fast komplett niedergeballert hier. Hast du die Kohle bekommen, ja, oder? Ja. Nee, du musst es eigentlich haben. Ich hab nichts bekommen. Warte, stopp. Da bin ich ja dann eigen. Das wäre ja bei COC, als hätte ich... Ah, schade. Die Tankstelle ist geschlossen. Sie wurde vor kurzem ausgeraubt. Ach, nee. Ich jetzt zum grünen Abschluss. Kannst auch gerne noch auf die Tankstelle schießen, wenn du willst. Ich habe gerade auf die Cops geballert. Komm, ich zeig dir mal, wie das geht. Ja, du hast schnell krassere Knarren. Ach, warte. Ich muss jetzt hier mal eine ordentliche Waffe auswählen. Tot. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, dann hast du mir ja schon mal einiges gezeigt. Dann soll es das sogar schon fürs Video gewesen sein. Ich glaube, da mache ich sogar zwei draus. Und ja, das war's. Und dann gucken wir mal, wie es so weitergeht mit mir und GTA. So, machen wir hier mal den Stopp-Button. Bis dann. Jetzt darfst du auch noch Tschüss sagen.
Tschüss.